Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt wie immer Herr Luther. Irgendwann wird er ja auch mal stehen, aber im Moment sitzt er noch. Herzlich willkommen, Herr Luther. Aus der dunklen Dezemberkemenate grüßt aus Berlin Genannter, der jetzt hier rumsitzt. Ich war mal da, wo Ihr Vorfahr geschrieben hat, nämlich auf der Wartburg. Und das stelle ich mir damals vor 500 Jahren im Winter auch nicht so kommod vor, da diese Schreibstube, die war zwar gar nicht so klein, aber ich glaube nicht so gut zu heizen. Ja, deswegen auch die Wolle im Gesicht. Er hat sich ja einen Bart wachsen lassen als Junker Jörg. Das war sicher auch Kälteprävention vermutlich, nicht nur Tarnung, um inkognito zu bleiben. Aber dennoch ein spannender Ort, den man erst mit viel Mühe mit der Rekonstruktion der Wartburg wiederhergestellt hat, weil die war ja ziemlich verkommen im 19. Jahrhundert. Aber in der Phase der Romantisierung stellte man fest, Burgen sind ja hip, war mal ja Jargon. Und hat diese Burg wieder recycelt. Wobei nichts von dem, was in Luthers Kemenate steht, noch original ist, weil die letzten 500 Jahre haben touristische Spuren hinterlassen und so ist Span für Span abgetragen worden. Nicht Jens, sondern der andere, um quasi dann als Devotionalie zu Hause zu enden. Wo früher Jesus Kreuze zerlegt worden sind, hat man dann Luthermöbel irgendwo spanweise mit nach Hause getragen. Aber das ist alles Geschichte. Ja, ich weiß ja nicht, wie wir jetzt den Übergang kriegen von dem Protestanten Luther zur Christlichen christlichen. Wertepartei CDU. So ist es. Die hat nämlich ein neues Grundsatzprogramm vorgestellt. Ich glaube, das ist das dritte in ihrer Geschichte, wenn ich das richtig sehe. Und da gibt es ja doch ein paar ganz bemerkenswerte Geschichten. Sagen Sie doch mal, was für Sie sozusagen das Highlight in diesem neuen Grundsatzprogramm ist, das noch im Entwurf ist. Dann wird noch darüber diskutiert und dann gibt es im Mai 2024 einen Parteitag, der das beschließen wird. Aber die Grundzüge stehen ja fest. Also mich freut zumindest, dass es Sie freut, dass es da ist. Denn wir hatten ja vor geraumer Zeit darüber gesprochen, dass die CDU so ein bisschen Richtung braucht und fragten uns nach der Wahl des neuen Generalsekretärs, ob der es denn richten könnte mit der Richtung. Und im August sagte er, dass ein Grundsatzprogramm sehr wichtig wäre. Und dann überlegten wir noch, wann könnte es denn kommen? Und schwupp, kaum ist der August vorbei, ist es schon da. Also ja, Grundsatzprogramm ist grundsätzlich wichtig und richtig. Ich habe so einen Grundsatzprozess auch hinter mir, 2018 damals. Das war ein wichtiger und guter basisdemokratischer Prozess. Und die CDU muss sich tatsächlich nach 2007, ist das letzte Grundsatzprogramm verabschiedet worden, das ist auch schon ein bisschen her, in Orientierung auch auf die nächsten Wahlen natürlich positionieren. Und die SPD hat bei ihrem Parteitag ja in Form von Saskia Esken Vorwürfe ohne Ende losgelassen, dass die CDU nur eine polemische Polterpartei wäre und dass der März, wenn die Dämmerung käme, dann ja wohl das Ende des Herbstes wäre. Aber man hat tatsächlich jetzt bei der CDU den Stier bei den Hörnern gepackt und programmliche Pflöcke eingeschlagen. Und da taucht tatsächlich etwas Retrospektives auf, denn das Wort Leitkultur ist ja eines, was jemand geprägt hat, der mal da war und jetzt wieder da ist. Er ist wieder da, nämlich Friedrich Merz, der das bereits 2001 mit damals Aufschrei der Bevölkerung, deutsche Leitkultur, mein Gott, im deutschen Wesen soll das und so weiter genesen. Aber das Thema Leitkultur ist durchaus gar kein so unattraktives, wenn man es eine Weile sacken lässt. 23 Jahre hat es jetzt sacken dürfen. Jetzt ist es durchgesackt und ist im Programm wieder drin. Aber es sind ein paar andere spannende Elemente auf den 70 Seiten Entwurf drin, die wahrscheinlich auch wirklich für breite Diskussionen sorgen sollen. Und das ist auch gut so, weil erst im Januar, wenn die Diskussionen durch sind, wird man nachschärfen, wird nochmal nachjustieren. Das Thema Rente ist eines, was da durchaus angesprochen worden ist, mit einem ganz brutalen, klaren Satz nach dem Motto, wenn man länger lebt, muss man auch länger arbeiten, um dann die längere Lebenszeit in Rente auch mit entsprechendem finanziellen Potenzial verbringen zu können. Hat aber auch gleichzeitig Anreize geschaffen, dass zum Beispiel Rentner, wenn sie denn auch länger arbeiten wollen, als sie müssten, durchaus dann steuerfrei verdienen sollen. Genau wie Überstunden zum Beispiel, die dann für die, die leistungswillig sind, als Überstunden dann steuerfrei belohnt werden sollen. Dass sich also mehr Arbeit, mehr Leistung tatsächlich für den, der sie erbringt, lohnt und nicht in eine höhere Steuerregression, Repression und überhaupt rutscht, worunter dann wieder leidet, weil das, was mehr verdient ist, geht dann eher und größer weg. Thema Energie auch eines, Thema Migration, ein ganz wichtiges Thema, was dort aufgegriffen worden ist, auch das Thema Islam, der nicht mehr zu Deutschland gehört, wie es damals Christian Wulff formulierte, sondern man hat es an den Menschen festgemacht, Muslime, die sich hier nach unseren Regeln aufhalten, die gehören natürlich zu Deutschland, weil sie hier leben und hier zum Wohlstand mit beitragen, wenn sie sich hier eingebracht haben.
Also da hat man auch nachjustiert und das finde ich durchaus bemerkenswert, dass man jetzt mal einen Rahmen hat, nach dem man die CDU gegenwärtig wieder bewerten kann. Und das ist keine Beliebigkeit, das ist tatsächlich ein Programm, woran man, und das Dritte, merken Sie ja, so oft kommt das ja nicht vor, ist dann wirklich etwas, woran man sich eine Zeit lang orientieren kann. Und das finde ich bei solchen Programmen extrem wichtig. Das hilft sowohl dem Wähler, sich zu orientieren, als auch der Partei selber, sich entsprechend zu bewegen. Und ein Gut, Rahmen heißt ja nur Rahmen. dann lass uns noch ein bisschen zum Inhalt kommen. Sie haben War ich gerade, dachte ich. schön, dass Sie selber lachen. Das Okay. wird nicht rausgeschnitten, das bleibt drin. Thema Rente. Also vorweg möchte ich schicken, dass ich den Eindruck habe, dass die soziale Marktwirtschaft mit diesem Entwurf des Grundsatzprogramms der CDU eine Renaissance erleben könnte, weil Herr Lindemann formulierte, man würde das Individuum über das Kollektiv stellen. Also man würde stärker darauf schauen, was der Einzelne kann, wie man ihn unterstützen kann, als irgendwelche Gruppen, kleine oder große Gruppen zu fördern und zu unterstützen. Das finde ich schon mal ganz gut. Bei der Rente hat er, glaube ich, explizit gesagt, dass nur die länger arbeiten sollen, die auch länger arbeiten können. Dass es also durchaus auch Menschen gibt, die mit, er nannte, 59 oder 60 Jahren ausgebrannt sein und einfach nicht mehr könnten. Die müssten dann auch nicht. Aber alle anderen müssten eben einer gestiegenen Lebenszeit entsprechend auch eine längere Lebensarbeitszeit akzeptieren. Er hat gesagt, dass die betriebliche Altersvorsorge verpflichtend werden soll, also ein stärkerer Beitrag der Arbeitgeber zur Altersvorsorge ihrer Arbeitnehmer, was auch mit zur Bindung beiträgt, zur Arbeitnehmerbindung beiträgt. Und er hat die private Altersvorsorge stärken wollen durch neue Fördermöglichkeiten und will auch Richtung FDP-Modell Aktienrente gehen. Also die Renten zum Teil kapitalmarktgedeckt organisieren. Wie das im Genauen, im Detail aussehen soll, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das Programm nicht gelesen, habe nur diese Pressekonferenz gehört. Aber das finde ich, sind durchaus vernünftige Schritte. Fragt sich nur, wenn das denn so kommt, wo, in welche Regierungsvereinbarung, in welchen Koalitionsvertrag so ein Programmpunkt Eingang finden könnte. Das ist eine gute Frage. Die müssen Sie denen Danke. stellen, die dann, wenn sie gewählt worden sind, letztendlich Vereinbarungen treffen müssen. Es ist nicht auszugehen davon, dass eine Partei alleine am Ende legitimiert wird, das zu tun. Da wird es wahrscheinlich eine oder maximal zwei vielleicht geben, die da zusammenkommen müssen. Also zu dem CDU-Monolith, der dann da schon stehen sollte bei einer Wahl. 25 sollen ja solche sein, es sei denn, es gibt eine Vertrauensfrage vorher und die Ampel macht dunkel. Aber davon ist erstmal nicht auszugehen, weil man natürlich, wenn man die Macht schon mal hat, gerne selbige in der Hand behalten möchte, um gestalten zu können, wenn man das als Gestaltung betrachten kann. Aber ja, natürlich sind das Punkte, die jetzt erstmal in der Öffentlichkeit sind. Es wurde heute vorgestellt. Das heißt, wir haben erstmal einen Anfang. Das Ding ist in der Welt. Und dann muss man gucken, inwiefern die Gremien und am Ende entscheiden 1001 Delegierte im Mai über das Programm. Und da wird noch viel diskutiert werden. Also ich weiß, welcher Flügel da schon sich in die Diskussion intensiv einbringen wird, zum Beispiel, wenn es ums Thema Rente geht. Wir hatten ja auch eine Rentenkommission. Die Frage ist, ob alternativ bessere oder andere Lösungen vorgeschlagen werden können, die dann als Korrektur im Programm vielleicht noch nachjustiert werden können. Aber das sind ja dann belebende Diskussionen, die sich konstruktiv an einer Frage orientieren und nicht destruktive, die immer nur sagen, ja, das ist nur Polemik und Gepolter. Also das finde ich einen durchaus konstruktiven Ansatz, gerade nach diesem etwas düsteren SPD-Parteitag, den ich da erlebt habe. Oder überlebt habe, still gesagt. Es war Gott sei Dank ein Wochenende. So gesehen haben wir demokratische Bewegungen im System und man kann es gut finden oder nicht. Am Ende entscheidet der Wähler, wofür er sich entscheidet, wenn das Angebot attraktiv ist und die Akteure, die es verbreiten und umsetzen sollen, relevant, dann passiert was. Stichwort SPD-Parteitag. Der Kanzler hat ja wie ein auf Ecstasy sich befindliches Teletubby da geredet. Wenn man sonst den Scholze-Marten kennt, der da eine Stunde freigeredet und voller Emphase und Euphorie. Allerdings inhaltlich hat er, glaube ich, von einem Land gesprochen, dessen Bundeskanzler er nicht ist. Er hat ein Land beschrieben,
in dem wir alle gemeinsam irgendwie nicht leben. Vielleicht ein Land, in dem er gerne leben würde, aber mit der Realität hat er seine Beschreibung nicht viel zu tun hat. Und die Leitplanken, das war übrigens jedes dritte Wort, das Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, in einem Phoenix-Interview gebraucht hat, die sozialdemokratischen Leitplanken sind ja überhaupt nicht kompatibel mit den Vorstellungen der FDP. Wie soll das dann gut gehen? Vielleicht hat er das mit Leitkultur versetzt und hat das Bockmann-Manke in Hinsicht einer großen Latte irgendwie gesehen, die er braucht, um den Kanzler zu verhauen. Aber das ist jetzt finstere Polemik, die ich natürlich nicht anwenden möchte. Weiß nicht, was da abgelaufen ist. Also ich habe mir die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht angetan. Ich hatte ein Weihnachtskonzert, was wesentlich erbaulicher war. Somit habe ich nur Auszüge in der Kommentierung danach erfahren und habe gehört, er hätte frei geredet. Das ist schon mal ein Phänomen. Das heißt, es war was Emotionales dabei. Er hatte keinen Text, den er ablesen musste, in üblicher rhetorischer Brillanz, sondern es war tatsächlich irgendwas Lebendiges. Und vielleicht hat er da ein paar Punkte berührt, die durchaus eine Beschreibung eines Ziels sind, eine Form von Wunschdenken und Gestaltungsziel. Aber das muss er eben mit der Truppe, die er hat, mit den bunten Ampelfarben, die um ihn rum sind, entsprechend realisieren. Und da zeigt sich dann schon die Schwierigkeit, die mitzunehmen. Oder die Selbsthilfegruppe Robert und Christian gemeinsam an einen Tisch zu bringen, ist schon ein ziemlicher Akt, glaube ich, gegenwärtig. Und das zehrt, das weiß man, wenn jemand eine Führungsaufgabe hat und nebenbei erstmal die Akteure zur Ruhe rufen muss, dass das eben die Kraft wegnimmt, die man braucht, um das eigentliche Ziel umzusetzen. Herr Lothar, Sie sind der Hauptstadt-Insider, so werden Sie von D24 genannt. Sie leben in der Hauptstadt und die Hauptstadt ist Berlin. Kommen wir jetzt mal von der Bundesebene in die Niederungen der Landespolitik. Da gab es am Wochenende einen Parteitag der Grünen und eine Kandidatin für den Vorsitz. Ich glaube, sie heißt Klein, aber bin mir noch nicht ganz sicher. War nicht unumstritten, also wurde auch vom Realo-Flügel nicht zu 100% unterstützt. Aber noch viel schlimmer, sie hat keine Mehrheit bekommen vom Gesamtparteitag und ist daraufhin weinend von dannen gezogen. Das wollten die Grünen dann irgendwie nicht. Die wollten dann diese Weinfotos von Frau Klein aus der Presse wieder getilgt haben, was die Presse dann aber abgelehnt hat und als Einmischung in die Pressefreiheit deklariert hat. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema, sondern mein Thema ist, die Partei, die immer von Wertschätzung redet und von Feminismus redet, wie geht die eigentlich mit ihrem weiblichen Führungspersonal um? Da kriegt der Begriff Weinen, Weib und Gesang eine völlig neue Bedeutung. Aber gut, gut. Davon abgesehen ist es einfach mal auch wieder Demokratie, die manchmal funktioniert und manchmal auch tragische Ergebnisse hat. Wenn jemand sich bereit erklärt, in so einem Ehrenamt als Parteivorsitzender ist man in einem Ehrenamt eine Funktion zu übernehmen, dann ist das kein Wunschkonzert und schon gar keine Freizeitbereicherung. Das ist echt eine harte, brutale Arbeit, egal in welcher Partei man da aktiv sein möchte. Wenn sich jemand also als Kandidat aufstellen lässt und nominiert wird, das heißt ja auch schon eine Gremienarbeit, die dahinter steckt und ein zustimmendes Votum von Gruppierungen, die diese Figur dahingesetzt hat oder aufgestellt hat. Und dann wird man, obwohl man sich alleine und ohne Gegenkandidaten hat aufstellen lassen, bereit erklärt hat, von einem Parteitag abgewatscht und tritt dreimal zur Wahl an und dreimal fällt man durch. Das ist schon, also so öffentlichkeitswirksam gedemütigt zu werden. In Bereitschaft, unabhängig jetzt von der Person, die ich persönlich nicht kenne. Das ist schon brutal, menschlich brutal. Und das macht man eigentlich mit niemandem sehenden Auges oder man warnt zumindest vor. Oder wenn man selbst der Kandidat ist, dann sieht man vorher die Konsequenzen und sagt, okay, wenn ich scheinbar keine Mehrheiten erringen kann, dann trete ich doch gar nicht erst an, um mich selbst nicht zu beschädigen. Mir tut es menschlich um die Person leid. Das hat kein Mensch verdient in dem Rahmen. Es ist aber ein Beispiel, dass Demokratie mitunter funktioniert. Wenn man eben keine Mehrheiten bekommt, dann wird man nicht gewählt, auch wenn man der einzige Kandidat ist. Das ist ein Phänomen, das taucht manchmal auf, aber das ist ja auch der Wunsch, die Beste am Ende in der Führungsposition zu haben. Und offensichtlich hatte man Hoffnung auf was noch Besseres. Das muss man nur erstmal finden und nominieren. Und vor allem muss die Person dann willens sein, diese Ochsentour nochmal durchzumachen mit dem Vorbild. Also ich bin. Traue die Person oder ich beneide die Person nicht, die jetzt da nochmal antreten muss, Das heißt, unabhängig. Sie treten da nicht an. Bei den Grünen, da müsste ich schon sehr viel Gurke gefressen haben, um das quasi machen zu wollen. Ich finde die Grünen extrem wichtig. Ich mag Akteure. Es gibt in jeder Partei wirklich tolle, berühmte, schillernde und interessante Persönlichkeiten, die das Beste wollen. Aber gegenwärtig
fehlt mir da die Motivation, mich selbst in so einem Rahmen vorstellen zu können. Also ich schätze sie, ich glaube, wir brauchen sie auch. Und gerade das ökologische Thema ist ein wichtiges, was die Grünen insgesamt vorangetrieben und damit auch in allen anderen Parteibüchern verankert haben. Also den Respekt habe ich vor der Leistung der Grünen insgesamt. Aber gegenwärtig ist das Bild, was sie bieten, kein konstruktiv positives für mich. Luther, nehmen Sie das, was ich jetzt sage, bitte nicht als Anspielung auf Ihre Leibesfülle, aber Sie sind ja sozusagen unser wandelnder Brockhaus. Okay. Gibt es denn ein historisches Datum, an das Sie heute erinnern wollen? Ich habe nur noch darüber nachgedacht, ob ich das Thema Datum und Kalender zum Anlass nehme. Dachte aber, wir haben so viele aktuelle Themen, dass ich tatsächlich auf den 10., 11. Dezember, 11., 12. jetzt nicht geeicht bin. Wenn Sie mir einen Tipp geben, werde ich sagen, ach, das meinen Sie, aber ich bin momentan geschichtlich blind. Also tatsächlich wollte ich Sie da nicht aufs Glatteis führen oder irgendwas machen, aber ich glaube, am 11. Dezember 1941 hat Deutschland den USA den Krieg erklärt, was auch irgendwie auf den ersten Blick ein Akt des Irrsinns ist, aber hatte auch dann seine historische Bewandtnis. Die Japaner haben ja am 7. Dezember Pearl Harbor angegriffen und 4 Tage später hat dann das Deutsche Reich den USA den Krieg erklärt. Beweggrund hat mir mal ein britischer Historiker der Cambridge Universität erklärt, war, dass Hitler meinte, er könnte so die Kräfte der Amerikaner zwischen Pazifik und Atlantik aufteilen und bis die amerikanische Kriegsindustrie angelaufen sei, hätte Deutschland den Krieg gewonnen und dann sei es eh wurscht, ob die Amerikaner da im Krieg seien oder nicht. Und er wollte die Bündnistreue zu Japan damit unterstreichen. Also was auf den ersten Blick als völlig wahnsinnig aussieht und ja im Nachhinein dann auch so betrachtet werden muss, hatte auch wieder ein Kalkül, was er eben nicht aufgegangen ist. Nee, aber ansonsten hätte es ja sein können, dass Sie sagen, Mensch, am 11. Dezember habe ich mal Nee, einen so. Weihnachtsbaum gekauft oder irgend sowas. Also Also irgendwas. eher positiv belegt. Mir sind eher Daten in Erinnerung, die positiv belegt sind, diese destruktiven Daten, wobei tatsächlich der geschichtliche Akt als solcher ist schon fatal, weil die berühmten sogenannten Achsenmächte, also Hitler, Italien und Japan, da hatte Deutschland mit seinen beiden Partnern ja das Wort Glück nicht zu strapazieren. Aber wenig gute Aussichten, weil sowohl Italien brauchte ja Unterstützung und ist mit Hitler widerwillig gemeinsam dann weitergegangen. Das heißt, Hitler musste Italien stützen, war also keine Unterstützung, sondern eher eine destruktive Partnerschaft mit Mussolini. Und das Gleiche galt für Japan, die dann die USA in Pearl Harbor angegriffen haben, genauso. Da musste Hitler auch zwangsweise in einen Konflikt einsteigen aufgrund der Verbindung und der vertraglichen Vereinbarung mit Japan, was ihm am Ende nicht gedient hat in seiner Richtung. Gut war es, dass am Ende vielleicht das Ganze schneller ging, weil dann Amerika sich bekennen musste und sagen musste, okay, jetzt gehen wir direkt an die Front. Aber das war eine fatale Verkettung von Fehleinschätzungen und Irrtümern. Aber der kleine Gefreite aus Österreich hätte diesen Krieg gar nicht erst anfangen sollen. Das wäre die klügste Entscheidung gewesen. Absolut richtig. Dann beende ich unser heutiges Format mit der ultimativen Frage an Sie: Welches ist Ihr liebster und schönster Weihnachtsmarkt? Wow, da gibt es ja in Berlin, glaube ich, über 60 oder so, wenn ich das mal richtig aus der Berichterstattung entnommen 60. habe. 60 verschiedene kleine und die kleinen sind, glaube ich, die spannenderen. Also die kleinen verwinkelten, es gibt in Berlin in der Kulturbrauerei einen sehr schönen. Ich gehe Mittwoch tatsächlich persönlich auf einen ganz niegelnagel neuen alten auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain. Kostet 3 € Eintritt, ist aber durchaus spektakulär, sagen zumindest die, die da gewesen sind. Und der in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg, der hat tatsächlich sowas Anheimelndes, Historisierendes, weil die Atmosphäre rundherum den gesamten Markt von der Stadt abschirmt. Das ist eine Backstein-Gründerzeit, Architektur rundherum. Und das war ein ehemaliges Brauereigelände, wo in der Mitte dieser Weihnachtsmarkt stattfindet. Man hört vom Stadtlärm nichts. Man hat diese heimelige Atmosphäre, den Geruch von Tannen und Glühwein gemischt mit Musik, die war GEMA-pflichtig ist dieses Jahr, also wahrscheinlich selbstgemachte. Gestern war Herbert Grönemeyer spontan da, hat ein kleines Konzert gegeben. War natürlich eine Promo-Aktion.
Aber da gibt es wirklich sehr, sehr schöne. Spandau kann man auch sehr empfehlen. Ist eine sehr schöne Heimeliga. Wer es rummeliger und bunter und größer mag, am Fernsehturm, am Alexanderplatz. Und die Neptunbrunnen haben auch letztens zwei Buden gebrannt, weil dann irgendeine Gaskartusche auf dem Fettbrenner dann anfing, ein bisschen Furore zu machen. Alles im Griff. Also es gibt sehr schöne Weihnachtsmärkte und die Besinnlichkeit eines Marktbesuches ist durchaus zu empfehlen. Letztes Wochenende gab es in Frohnau den Kunsthandwerk Weihnachtsmarkt 2 Tage lang mit wunderschönen, herrlichen, handgemachten Kunstwerken, kann man schon fast sagen, verschiedenster Form aus Wolle, Glas, Gold, Silber und sonst irgendwas. Also für jeden, der noch kein Geschenk hat, lohnt sich der Besuch eines Weihnachtsmarktes und ein bisschen reduziertere Geschenke, aber individualisiert, originell und nutzbringend wäre, glaube ich, etwas sehr, sehr Schönes, gerade in diesem Jahr. Also wenn Sie überhaupt gar keinen Job mehr haben, dann könnten Sie ja Stadtführer in Berlin werden oder beim Stadttourismusbüro in Berlin anfangen und den Was Leuten denken Sie, erklären was ich die anderen Tage mache, wenn ich nicht hier sitze? dass Berlin noch viel mehr Seiten hat als nur das blöde Bundeskanzleramt oder das Regierungsviertel oder Berlin Mitte oder die Berliner Blase, wie immer man das nennen will. Herr Luther, ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen viel Spaß auf dem RAW-Gelände. Seien Sie vorsichtig, lassen Sie sich da nicht irgendwie also von Mit links Glühwein anklopfen. bedrohen. Genau. Und ansonsten, ja, gehen Sie einfach in die Kulturbrauerei. Die U-Bahn fährt ja wieder. Am Senefelder Platz gibt es eine hervorragende Currywurst, der schließt aber um 17 Uhr. Da müssten wir mal früher aus dem Büro raus. Und bei Konopke heißt seine Mutter, ich weiß jetzt ja nicht, wie er heißt. Also Sie Senefelder Platz. heißt Ziervogel, Waltraud Ziervogel, und die Vorfahren hießen Konopke, und Waltraud Ziervogel ist immer noch Inhaberin dieser wunderbaren Currywurstbude da direkt gegenüber von der Kulturbrauerei, eine Berliner Institution. Ja, das wäre dann ein Frühshoppen wert um 17 Uhr, um dann nach auf den Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei mit Glühwein sozusagen sich auf Weihnachten einzustimmen. Das ist Berlin, 17 Uhr Frühshoppen mit Currywurst. Alles klar. Grüße nach Bayern, lieber Herr Müller. Ihnen wünsche ich ein würdiges mit Weißwurst und ein Maß. Danke für heute, Herr Luther. Bis dann. Bis dann, tschüss.